Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Hangout und zu unserer ersten Japan-Vorbereitungsfolge. Ich dachte mir, vielleicht schaffen wir es einmal die Woche, eine Japan-Vorbereitungsfolge zu machen. Und starten wir doch mal ganz am Anfang. Rico und ich haben es 2020 bereits einmal versucht. Da kam dann eine kleine Pandemie dazwischen. Und seitdem nicht mehr. So, 4 Jahre später, zweiter Versuch. Und ich persönlich war noch nie in Japan. Rike war schon mal in Japan mit 18 bei so einer Chortournee. Aber gemeinsam haben wir in Asien Hongkong gesehen. Ihr erinnert euch vielleicht, oder diejenigen, die seit 2017, 18 mit dabei sind. 2018 waren wir in Hongkong für mein Buch Voyageur und das war sehr, sehr schön. Aber weil wir auch in der letzten Folge darüber geredet haben, Thema Hexenschuss, da hatte ich den ersten Hexenschuss meines Lebens. Mit einem guten Grund, ich habe einen Koffer angehoben, ruckartig, der aber noch unter dem Bett feststeckte. Ja, hoteltechnisch haben wir uns nach einiger Recherche für das Icon entschieden. Natürlich sagen jetzt die Hotelfetischisten unter euch, ihr müsst doch im Peninsula sein, wenn man schon mal in Hongkong ist. Aber 800 Euro die Nacht, um Himmels Willen, konnten wir uns nicht leisten. Neben Hongkong waren wir dann noch in Macau. Verrückte Mischung mit dem Portugiesisch und dem Chinesisch. Und schön muss ich aber irgendwie nicht nochmal haben. Noch essenstechnisch sind Macau und ich nicht so wirklich Freunde geworden. Dann sind wir nach Vietnam geflogen, nach Hanoi. War noch nur in Hanoi. Und was ich verrückt fand, war, dass die Temperatur irgendwie immer perfekt war. Es hatte so die ungefähre gefühlte Körpertemperatur. Es war ganz abgefahren. Und es war halt weniger schwül als in Hongkong zu der Zeit. Und ansonsten kennen wir in Asien nur Bangkok. Und da waren wir dann in einem Peninsula Hotel, wesentlich günstiger als in Hongkong. Aber es war wunderbar, das Essen generell in Thailand kaum zu schlagen. Aber die Stadt ist auch Chaos pur. Ganz im Gegensatz zu Tokio, wo es jetzt hingeht und jetzt soll alles klappen. Und das war, ehrlich gesagt, eine ziemlich spontane Entscheidung, denn Rike dreht ab Juni, Juli wieder. Und wir hatten halt dieses Zeitfenster und da haben wir uns gedacht, komm, jetzt LA ist ja gerade erst ein paar Monate her, lass uns doch mal in die andere Richtung um die Weltkugel ballern. Und so ist es Tokio geworden. Und kommen wir zum Punkt 1. Also, die erste Frage, die ich mir immer stelle, welchen Flug? Ich weiß, total vielen Leuten ist es komplett egal, welches Flugzeug, welche Airline, welche Buchungsklasse. Hauptsache, sie kommen dahin. Aber irgendwann, wenn man anfängt, sich für die Materie zu begeistern und sich mehr damit zu beschäftigen und vor allen Dingen auch infiziert wird, weil man irgendwann mal Business Class fliegt und dann nicht mehr zurück in die Eco will, dann werden die Sachen zu einem sehr spannenden Baustein bei so einer Reise. Und ich glaube, ich hatte das letzte Mal schon mal angesprochen, aber nicht in einer dieser unserer neuen Japan-Vorbereitungsfolgen. Und zwar war jetzt der Plan, über Helsinki mit der Finnair zu fliegen. So, und die wenigen unter euch, die sich damit beschäftigen, die Finnair hat eine neue Business Class ins Leben gerufen, die nennt sich Air Lounge, wenn ich mich nicht vertue, und feiern diesen Business Class Sitz als ein Novum, was es aber auch irgendwie ist. Also man muss sich das so vorstellen, wie bei diesem Stuhl hier. Man hat einen so einen schalenartigen Sitz und die Rückenlehne ist gar nicht zu verstellen. Das heißt, wenn man in so einer sitzenden Position, also in so einer Lounge-Position, sich ein bisschen nach hinten lehnen möchte, muss man nach vorne rücken und man müsste sich dann ganz viele Kissen hier in die Lumbalregion packen. Und ansonsten, wenn man schlafen will, rückt man einfach so weit nach vorne, dass der Kopf dann da ist, wo der Hintern sonst ist. Ne? Weil nach vorne hin ist wirklich ganz, ganz, ganz viel Platz. So, und jetzt gibt's beides. Es gibt die Leute, die sagen, Alter, im Liegen alles gut, aber es ist, weil man viel Platz hat, aber es ist wahnsinnig ungemütlich beim Sitzen. Es sind andere, die sagen, die beste Idee, die je eine Airline hatte. So,
interessant genug für uns, das mal auszuprobieren. Außerdem war es auch, glaube ich, mit Abstand die preiswerteste Verbindung. Früher war Helsinki-Tokio auch immer die kürzeste Verbindung, aber aufgrund des Krieges ist das jetzt nicht mehr der Fall und ich glaube, da hängt man ein, zwei Stunden mehr dran. Das weiß ich gar nicht so genau. Die Flüge sind nur geblockt in dem Moment, wo wir das festgemacht haben und einfach kein besseres oder lustigeres oder irgendein Angebot noch um die Ecke kommt und ich es gebucht habe, werde ich das hier erzählen. Das ist ganz klar. Und dann können wir uns nochmal mit dem Flugzeugtyp beschäftigen, wenn wir wollen. Also es ist auf jeden Fall ein A350. Ich hoffe sehr, dass nicht die Maschine getauscht wird und wir mit der alten Business Class fliegen, aber auch dann. Also ab einem gewissen Punkt sage ich dann auch, Hauptsache wir kommen da an. Zweitwichtigste Sache für jemanden, der Hotel- und Flugbegeistert ist, ist natürlich die Unterkunft und das Hotel. Vor allen Dingen, weil Sinn der Sache ja Trip Reports sind und man über dieses Hotel reden möchte und das Hotel mal präsentieren möchte. Und auch das hatten wir das letzte Mal angerissen, dass für uns Filmfans oder für die meisten aus meiner Indie-Film-Bubble man eigentlich ins Park Hyatt müsste wegen Lost in Translation. So, jetzt ist das Hotel in die Jahre gekommen. Es wird kurz nachdem wir da irgendwie ankommen, wird es renoviert. Aber man muss sich natürlich auch mal die Region angucken, wo das Hotel liegt. Denn schönes Hotel, alles schön und gut. Aber irgendwie möchte man ja vielleicht entweder zentral sein oder man hat irgendwas ganz Besonderes, wo man ständig zu Fuß hingehen möchte und nicht jedes Mal erst eine halbe Stunde mit der Bahn hinfahren. Auf jeden Fall ist klar, dass alle drei Hotels, die für uns in Frage kamen, die auf meiner Bucketlist sind, dass die zentral sind. Ja, das ist einmal das Okura. Das ist in der Nähe von Roppongi, also sehr, 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 sehr zentral, so zwischen Roppongi und Ginza. Dann hätten wir das Park Hyatt, von dem wir gerade sprachen, in Shibuya, so ein bisschen am Rand von Shibuya. Und als drittes wäre das Aman. Und das Aman liegt im Regierungsviertel, das sind die Botschaften. Und es ist aber eigentlich eine Wohngegend. Also da, die Bahnverbindung ist nicht besonders gut und man müsste halt ziemlich weit laufen, um irgendwo hinzukommen, wo es groß was zu sehen gibt. Eigentlich liegt das Okura schon am besten, Okura, ja, nicht Okura, Okura, liegt eigentlich am besten. Und ich glaube, wir haben uns jetzt dafür entschieden und die Preise, die auch eigentlich gut gepfeffert sind, ich glaube, die liegen so bei, also ne, ich weiß es nicht genau, ich gebe jetzt eine Schätzung ab, aber ich schätze mal, dass die so bei 560 die Nacht liegen. Da hat unser Travel Agent Flo den Preis schon ganz, 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 ganz gut gedrückt und wir haben da eine wesentlich besseren Zimmerpreis. Ja, wir glauben, dabei könnte es bleiben. Aber auch da wird immer noch rumdiskutiert, da wird immer noch weiter versucht, den Preis zu drücken. Ich würde, sobald es gebucht ist, eine Sonderfolge über das Okura machen und euch mal ganz viele Bilder zeigen. Ich meine, klar, könnt ihr auch selber googeln, aber dann können wir mal drüber reden. Denn diese Lobby, ganz, ganz, ganz bekannte Lobby mit einem wunderbaren 60s Design, die wurde komplett wieder aufgebaut, nachdem das alte Hotel, quasi der alte Flügel, nachdem der ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Ich glaube nicht, dass es gebrannt hat oder so. Es war einfach, irgendwann musste das Ding abgerissen werden. Aber da gehen wir nochmal ins Detail und gucken uns das an, wenn es wirklich soweit ist und wenn das Ding gebucht ist. Drittwichtigste Sache wäre dann, die Sprache so weit zu lernen, also nur so ein ganz kleines bisschen, damit man dem Gegenüber den nötigen Respekt entgegenbringen kann, damit man für uns immer den wichtigsten Satz sagen kann, es tut mir sehr leid, ich spreche Ihre Sprache nicht. Und zumindest die Basics, ja, danke, guten Tag, was kostet das, etc. Wir sind aber schon ein bisschen weiter, zum Glück, denn Duolingo hat ja irgendwas umgestellt und es macht wirklich, wirklich, wirklich Spaß. Also Duolingo läuft und wir hoffen, dass diesmal auch wirklich, wirklich was hängen bleibt und wir die Tage da nutzen können, um
in meinem Alter eine Sprache richtig, richtig, richtig geil lernen. Da muss man schon, glaube ich, ordentlich für pauken. Da hatte ich mit Englisch und Portugiesisch ja das Glück, das als Kind lernen zu müssen. Das war easy. Aber ich glaube, ja, Japanisch wird schwer, aber zumindest wenn man echt so eine gute Basis hat, dass man das meiste versteht und sich einfach zurechtkommt, das wäre so, so toll. Ich glaube nicht, dass es passiert, bis wir dann da sind, aber vielleicht war es ja nicht das letzte Mal Japan, soll einem ja gefallen. Und dass wir dann sukzessive immer mehr lernen. So, da wurden wir gerade unterbrochen, da kam ein wichtiger Anruf rein. Ihr Lieben, eine Sache wurde mir noch aufgetischt und zwar: Taxis in Japan sind teuer. Fakt, ist alles in Ordnung und zudem ist es so, dass das Bahnsystem in Japan ja perfekt, nahezu akkurat, immer pünktlich ist und einfach ein total geiles System sein soll. Ja, und finde ich super. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man mit 5 Koffern da ankommt, oder seien es 4, wie soll man denn bitte die Bahn nehmen, wenn man keine 3 Hände hat? So, und dafür haben die Japaner ein super geiles System. Man gibt am Flughafen bei einer Luggage Delivery Firma wie Yanako zum Beispiel, die ist sehr, sehr bekannt und sehr beliebt. Da gibt man dann seinen Koffer ab und dann tauchen die wie von Geisterhand im Hotel wieder auf. So, ich habe mich schon so viel damit beschäftigt, dass ich dachte, das machen wir auf jeden Fall so, denn Taxi ist ja so unglaublich teuer, kommt eh nicht in Frage. Aber ich habe selber überhaupt nie nachgeguckt. Und jetzt gestern gucke ich mal nach. Und der Weg vom Flughafen zum Hotel kostet 60 Euro. Also Rom, Paris, ich zahle überall mehr, weit mehr als 60 Euro, um vom Flughafen in die Stadt zu kommen. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt unbedingt ein Taxi nehmen müssen, aber es hat den Schrecken doch sehr genommen. Und wenn wir da Bock drauf haben und müde sind und gar keinen Bock haben, sofort schon mit der Bahn zu fahren, dann ist ein Taxi also kein Thema. Und ich möchte so, so, so gerne mal mit dem Crown fahren, also mit dem Taximodell. War für mich immer so das Yakuza-Auto aus allen Takeshi Kitano-Filmen. Und also einmal möchte ich deshalb Taxi fahren. Und vielleicht bietet sich diese Fahrt an, denn in der Stadt ist man ja super geil mit der Bahn unterwegs. So, und letzte Sache noch, die Fotofans irgendwie interessieren könnte. Die alte, alte Frage: Nehme ich denn, oder wie, ja, früher war die Frage, wie viele Kameras nehme ich denn mit? Jetzt ist die Frage: Nehme ich überhaupt eine mit? Und also, ich kann keinen neuen Ort besuchen und vor allem nicht einen Ort, der visuell ja so spannend ist wie Tokio und keine Kamera mitnehmen. Das ist klar. Ich denke mal, dass Rike wieder eine Yashica T4 oder so eine Olympus Mü 2 mitbekommt. Und meine große Frage wäre jetzt wirklich: Bleibe ich handlich, nehme die M6 mit oder nehme ich meine Hasselblad mit? Denn das Gefühl beim Scannen, das erste Mal immer die Mittelformatbilder zu sehen, da kribbelt es schon um einiges mehr. Auf der anderen Seite, wir werden wahnsinnig viel laufen und auch wenn die Kamera im Vergleich mit anderen Mittelformatkameras noch leichter und kleiner und kompakter ist, ich meine, dass ich mit der M6 zufrieden bin und ich muss nur mal so ein bisschen gucken. In meinem Kopf ist Tokio immer eine Farbenstadt, ne? Viel Neon. Und ich habe 80% der Filme in meinem Kühlschrank sind schwarz-weiß, weil ich mal einen ganz großen Batch an Schwarz-Weiß-Filmen aufgekauft habe und weil ich nur Schwarz-Weiß selber entwickle. Und ich liebe das. Ich liebe das. Ich finde das schon so langweilig fast und trostlos, immer Film weggeben zu müssen. Ich entwickle den gerne selber und ich scanne den auch gerne selber. So, und jetzt ist aber Tokio irgendwie gar nicht so eine Schwarz-Weiß-Stadt für mich. Aber vielleicht ist es eine schöne Aufgabe. Vielleicht ist es ganz geil, diese Stadt mal Schwarz-Weiß zu erzählen. Ich werde auf jeden Fall beides mitnehmen. Wenn feststeht, welche Filme ich mitnehmen möchte und ob ich diese Kamera mitnehmen möchte, ich sehe gerade, da ist ein Film drin. Warum ist da ein Film drin? Es wurden 2 Fotos gemacht. Dann würden wir noch mal eine extra Japan-Fotofolge machen.
Ich fände das gut. Ich fände das geil. Ja, ihr Lieben, wieder genug Zeit vergangen. Die Hangouts sind, ich weiß nicht, wie ihr das findet, wenn die Hangouts immer länger werden. Deshalb versuche ich, die okay zu halten, dass wir uns auf ein paar Punkte konzentrieren können. Wie immer, gerne auch zur Kamerawahl. Schreibt es in die Kommentare, M6 Hasselbert, was ihr denkt, ob ihr es nachvollziehen könnt mit der farbigen Stadt oder ob ihr die Stadt eher schwarz-weiß seht, würde mich wirklich interessieren. Zu Unterkunft, zu Flug, egal was ihr habt. Ich kann nur mit euch kommunizieren, wenn ihr da unten reinschreibt. Und ihr Lieben, habt eine ganz tolle, wie sagt man denn, eine zweite Wochenhälfte. Habt eine tolle zweite Wochenhälfte und ich denke mal, dass wir uns am Sonntag oder so in 3 Tagen, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, 4 Tagen, wiedersehen, oder? Ja. Ich finde, das sollte man machen. Auf jeden Fall noch eine Hangout-Folge, wo wir darüber sprechen, was in dieser Woche passiert ist. Ihr Lieben, habt's schön. Wir sehen uns bei Insta wahrscheinlich. Und wenn nicht, sehen wir uns hier. Ciao, ihr Lieben.